Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal in den Heroic Visions die Sachen angucken, die uns noch ein bisschen Support bringen. Wenn ihr gerade dabei seid, einen Full Clear hinzukriegen oder mit mehreren Masken einen Full Clear hinzukriegen, ist das vielleicht das bisschen, was euch noch helfen könnte, euer Ziel zu erreichen. Ich persönlich habe ja schon mit mehreren Masken Clears gemacht und bin auf einem guten Wege, 4 bzw. dann vielleicht auch bald 5 Masken hinzubekommen. Und ja, es gibt so ein paar kleine Möglichkeiten, die mir dabei helfen. Ich will euch jetzt mal ein paar Sachen zeigen. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, was ihr noch nicht macht und wo ihr dann noch ein Stücken weiter nach vorne kommt in der Vision. Als allererstes so das Basic-Zeug. Was solltet ihr mitnehmen? Haut euch ein Fläschchen rein. Bei mir ist es zum Beispiel das Agi-Fläschchen. Dann, ja, könnt ihr normales Barfood nehmen oder besonderes, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden. Dann natürlich Pots könnt ihr mitnehmen. Hier immer ganz wichtig. Immer vorm Kampf, kurz bevor ihr in den Kampf kommt, den Pre-Pot reinhauen, dann könnt ihr im Kampf theoretisch nochmal potten oder zwischen den einzelnen Kämpfen jedes Mal und dann habt ihr natürlich, wenn ihr in der kompletten Vision irgendwie 7, 8, 9, 10 Pots benutzt, es macht natürlich schon einen gewaltigen Unterschied. Dann können wir natürlich auch noch nehmen Runen. Ihr sterbt ja im Normalfall nicht in der Vision, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Stats. Da gibt es ja jetzt von einer von den beiden Fraktionen, ich glaube von den Rajani war es, diese Endlos-Rune, die können sich vielleicht dann dementsprechend rentieren, weil den Content werden wir ja noch ein bisschen laufen und ja, eventuell braucht ihr es auch im Raid oder anderweitig. Genau, das ist so das Basic-Zeug. Dann gibt es natürlich noch einiges mehr, was wir uns holen können. Wir können uns natürlich das normale Buff-Food reinhauen. Oder wir holen uns dieses neue Buffwood, das wir jetzt hier absolut exklusiv in den Runen, in den Visionen benutzen können. Und zwar gibt es da 5 Stück und von diesen 5 sind eigentlich meines Erachtens nur 2 bis 3 gut. Und zwar haben wir einmal grässliches Gulasch und wenn wir das essen und in der Vision von Entsod sind, dann bekommen wir pro Sekunde 2% unseres maximalen Lebens hochgerechnet. Das wird irgendwie von Damage-Metern nicht richtig angezeigt, aber es scheint zu funktionieren. Und das ist natürlich erheblich, wenn ihr die ganze Zeit hochgehalten werdet. Finde ich fast stärker als einen Stat-Food, weil man dementsprechend dann auch sein Life nicht mehr so arg achten muss. Vor allem ich jetzt als Guardian komme auf 800, 900k Life. Da sind 2% schon relativ viel, was wir da pro Sekunde hochbekommen. Dann das zweite, was ihr auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist der Kebab und zwar oder Kabab. Das ist ein sehr starkes Essen. Wenn wir das uns reinknallen und 10 Sekunden in der Vision essen, bekommen wir 100 geistige Gesundheit wieder. Das rentiert sich auf jeden Fall, weil wir 10 Sekunden sitzen und dann 100 geistige Gesundheit haben. Vor allem wenn in den loweren Zonen, wo ihr nicht so viel geistige Gesundheit pro Sekunde verliert, ist das ein großer Gain an geistiger Gesundheit und wenn euer Umhang umso höher ist, kriegt ihr ja immer so weniger abgezogen und dann macht sich das immer mehr bemerkbar, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Das könnt ihr alle 3 Minuten nutzen und das deckt auch mit dem ganz normalen Food. Also was ich immer spiele, ist hier mit dem Gulasch, dass ich den Buff drauf habe für die komplette Stunde und dieses Essen kann man nebenbei alle 3 Minuten dann in der Vision reinhauen und verliert aber den anderen Buff nicht. Es gibt dann hier auch noch anderes Futter, wo man quasi zu einem Kraxier wird und dann hat man so ein, ja, fast Stealth, also die Mobs sehen einen kaum nicht mehr. Wenn man einige Mobs skippen will, ist das relativ praktisch. Ich als Druid habe eh Stealth, deswegen fällt es für mich weg, aber für andere Klassen kann das sehr praktisch sein, weil ihr müsst nicht alle Mobs in der Vision machen, ihr braucht eigentlich immer nur die Bosse bzw. so ein paar Special Events, die ihr aktivieren müsst, um dementsprechend, ja, und wenn ihr mehrere Masken schaffen wollt, bietet sich es vielleicht an, einiges zu skippen, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Dann gibt es hier auch noch ein Essen, wo wir mehr Movement Speed haben. Kann natürlich auch praktisch sein, da finde ich aber das Heilfood tatsächlich besser. Und dann gibt es nur einen, wo Kontrollverlusteffekte minimiert werden. Wenn ihr euch viel von irgendwelchen Mobs zähen lasst oder von irgendwelchen Sachen treffen lasst, dann macht das vielleicht Sinn. Im Optimalfall vermeidet man diese Sachen. Und ich rede jetzt hier hochtrabend, ich bin oft genug in Shit-CCs, aber ich versuche trotzdem mit dem Heilfood hier zu spielen. Genau, das sind die 4 oder 5 Foods, die ihr benutzen könnt. 4 geben euch einen Buff und 1 bringt euch halt geistige Gesundheit. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Was macht auf jeden Fall noch Sinn, wenn ihr Eigenbuffs nicht habt, wie Ausdauer oder Intelligenz oder auch Angriffskraft, dann könnt ihr die euch per Rollen holen.
Und zwar gibt es eine Ausdauerrolle mit 7% Ausdauer, es gibt eine Angriffskraftrolle mit 7% und es gibt auch eine Intelligenzrolle. Ist jetzt für mich als Druid-Tank irrelevant, deswegen ja, ist das hier, habe ich die jetzt nicht gekauft, aber die machen auf jeden Fall Sinn, dass man sie mitnimmt. Was noch Sinn macht, sind Drums, also Trommeln, wenn ihr kein Heldentum habt. Ihr könnt in der Vision 2 beziehungsweise vielleicht sogar dreimal Heldentum ziehen, ganz am Anfang. Teilweise war ich schon mit Runs, die 21, 22 Minuten gedauert haben. Ich mache am Anfang den Big Pull, hau Heldentum raus, dann mache ich es zwischendrin nochmal bei einem Boss oder bei einem größeren Pull und dann beim Endboss nochmal. Das geht teilweise aus, wenn ihr genug Verderbniswiderstand habt, dass ihr es dreimal ziehen könnt. Zweimal könnt ihr es aber auf jeden Fall ziehen und dementsprechend Trommeln mitnehmen, wenn ihr kein HT habt oder wenn ihr Lederer seid, gibt es ja auch dieses Leder-Item, wo wir hier einmal HT haben. Und denkt dran, wenn ihr mehrere Runs hintereinander macht, das resettet nicht, dieser Debuff. Wartet ein bisschen, weil ihr wollt, zumindest mach's ich, so ganz am Anfang immer ziehen, mittendrin nochmal am Ende oder wenn ihr nicht so lange in der Vision seid, am Anfang und quasi dann nochmal am Ende. Müsst immer gucken, wann ihr große Pulls macht oder was auch für einen Boss braucht. Das muss jeder so ein bisschen selber gucken, aber auf jeden Fall daran denken, dass man das mehrmals ziehen kann. Genau, das sind so die Sachen, die ich im Vorfeld immer vorbereite. Die ganzen Buff-Geschichten, Heldentum und dann ist natürlich relevant, was ihr für ein Gear anhabt. Ich spiele tatsächlich sehr, sehr gern mit zwei Use-Trinkets, einfach weil ich dann schwierige Gegner schnell wegschotten kann. Ich habe zum Beispiel zwei Use-Trinkets, die direkten Schaden machen. Finde ich relativ, spielt sich relativ gut für mich. Das muss aber jeder so ein bisschen selber wissen. Aber wie gesagt, hier der Hinweis: Use-Trinkets machen tatsächlich in der Vision Sinn. Genau. Jetzt haben wir die ganzen Vorbereitungssachen weg. Jetzt gucken wir mal in die Vision an sich rein. Und zwar ist das jetzt hier mal die SW Vision. Und ihr seht, ich habe hier mehrere Marker auf der Map. Und zwar habe ich ein Addon, das schimpft sich Handy Notes. Das kennt ihr vielleicht schon von dem einen oder anderen Rare Farm, dass es hier auch die Mobs anzeigt. Und hier ist es so, dass es uns verschiedene Events anzeigt. Und diese Events können relevant sein. Ich habe sie die ersten Runs auch ignoriert. Sie sind aber relativ stark. Und zwar seht ihr, wenn wir hier drüber fahren, wenn wir den Mob hier töten, also es ist ein Special Mob, der hier dran stehen kann, kriegen wir 7% Vielseitigkeit hochgebufft. Dann bekommen wir hier 10% insgesamt Schaden, war das. Dann gibt es hier einen Buff, der 10% Crit erhöht und so weiter. Also es gibt dann meistens drei Mobs, beziehungsweise manchmal auch vier, die dementsprechend diesen ja, verschiedene Buffs geben. Es ist in Orgrimmar auch so, dass man auch die Buff-Mobs hat. Wichtig ist zu wissen, die sind nicht immer da. Also es sind immer meistens, glaube ich, zwei, habe ich maximal gesehen, die da sind. Da macht es Sinn, man geht in die Vision rein, guckt, ob sie da sind und nimmt die tatsächlich mit. Also hier, den habe ich schon gemacht, der bringt auch nochmal Tempo 10% hoch und der ist zum Beispiel hier in der Hütte drin. Den hier habe ich noch gar nicht gesehen, der soll anscheinend so ein bisschen außen stehen. Hier dieses Minen-Event, das war bei mir zum Beispiel jedes Mal da. Da muss man keinen Mob töten, sondern einfach in das Haus reinlaufen, die Minen quasi nicht triggern und oben auf eine Mine drauf, die ganz am Ende in dem Raum ist und dann kriegt man halt den Buff. Also diese Buffs rentieren sich auf jeden Fall. Hier, den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen, der soll an der Bank stehen, aber da ist die Tür zum Beispiel jedes Mal zu gewesen, wo ich dran war. Hier war sie einmal offen, einmal zu. Also dementsprechend musst ihr immer so ein bisschen gucken, sind die Gebäude offen? Kann der Mob drin sein und dann da einmal rein. Zum Beispiel in Orgrimmar ist in dem Schmiedegebäude einer drin und ja, da gibt es verschiedene Punkte. Am besten ladet euch das Addon runter und schaut dann da dementsprechend nach. Dann, was natürlich noch Sinn macht, ist dieser Trank. Und zwar liegt sowohl in OG als auch in SW am Anfang ein toter Mob mit einem Trank nebendran rum und dann läuft er einfach hin, schaut, was liegt da für ein Trank und dann wisst ihr, okay, das ist der schlechte Trank, weil der NPC ist halt an dem Trank gestorben und dementsprechend könnt ihr in der Vision alle anderen Tränke aufmachen, bis auf den und da gibt es halt verschiedene Effekte. Es gibt unter anderem quasi wieder geistige Gesundheit zurück oder irgendeinen Effekt, wo ihr so einen Feuerbreath raushaut, wo ihr den Gegnern mehr Schaden verursacht und so. Also sprich, diese Tränke lohnen sich schon, dass man sie aufsammelt. Man muss aber halt ein bisschen gucken, dass man so ein Gefühl kriegt, okay, wo liegen die etwa, dass man die schnell aufsammelt, was sich halt nicht lohnt, ewig im Gebiet rumzulaufen und sie zu suchen, weil dann verliert ihr eher mehr Zeit. Und ihr solltet diese Mobs hier, also die euch die Buffs geben,
Am besten auch mit anderen Mobs zusammenziehen und sie wegcleaven, weil wenn er sie einzeln bekämpft, verliert er natürlich auch wieder einen Haufen Zeit. Und dann ist halt immer die Frage, lohnt sich jetzt einen Buff von 10% mehr Tempo oder 10% mehr Schaden, wenn ich aber ewig gegen den einen Mob kämpfe? Also da muss man immer ein bisschen gucken. Ich meine, die sind ja alle relativ am Anfang von den Visions und man kann sich schon rentieren, die mitzunehmen, wenn man ihr denkt, ihr seid 20 Minuten in der Vision drin und ihr habt die über die komplette Zeit quasi dann diesen Buff. Für die Tränke gilt das nicht, die sind ein bisschen kürzer, ich glaube 3 Minuten oder so habt ihr meistens die Buffs drauf oder 5, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, die sind von kürzerer Tour, aber diese Boss-Mobs, die ihr machen könnt, da bekommt ihr relativ lang die Buffs. Genau, dann kann ich immer empfehlen, macht große Pulls, vor allem in den einfachen Gebieten, sowohl in OG als auch in SW. Pull ich eigentlich in den einfachen Gebieten alle Mobs komplett zusammen und cleave sie weg. Ja, es mag jetzt sein, dass es vielleicht als CD nicht ganz geht, aber dann versucht es vielleicht auf zweimal, spart euch einen Haufen Zeit und damit kann man auch so ein bisschen spielen. Es gibt ja diesen Buff, wenn ihr quasi euren Skillbaum ein bisschen weiter geskillt habt, wenn ihr Mob tötet, dass ihr zusätzlich einen Buff bekommt, wo ihr keine Sanity mehr abgezogen kriegt für 20 Sekunden. Damit könnt ihr auch ein bisschen spielen. Wenn ihr den drauf habt, könnt ihr in allem stehen bleiben, was Sanity abzieht, weil ihr dementsprechend ja den Buff habt und ja, safe seid. Finde ich immer ganz praktisch, wenn man große Pulls machen kann, weil man sich dementsprechend viel Zeit spart. Und die Zeit braucht man dann in die größeren Gebieten. Da muss ich ehrlich sagen, in den größeren Gebieten fahre ich teilweise hier pulle ich ein paar Mobs mehr zusammen in Mage Tower. Nicht im Mage Tower, sondern hier in der Altstadt. Und im Mage Tower Viertel fast gar nicht. Da mache ich ganz, ganz kleine Pulls, weil die Mobs halt alle relativ ätzend sind und meistens die Affixe es nicht wirklich zulassen. Ja, das war's soweit von den kleinen Tipps, die ich euch geben kann. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, die ich jetzt vergessen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare für die Community. Denke ich mal, können wir uns gegenseitig ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut da gerne beim nächsten Video wieder rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.